Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, das Projekt The Village. Heute wieder mit der lieben Damakrasch. Hallöchen. Der natürlich genauso oder noch lieberen Schneckball. Hi. Und gar nicht geschleimt von mir. Mit dabei ist auch noch der Bayerwald. Hi. Und der Taiwas. Hallo. 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 Ich pack erstmal hier vorhin hin. Ich glaube, Fenster haben wir jetzt. Wow, klingt nach Absturz. Ich fall gleich vom Dach oder so. Also ich würde hier jetzt auch aufhören an der Stelle. Da. Ja. Ach, sind wir schon wieder durch für die Folge heute? Okay. Ja. Das ging ganz schnell. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Da kriegen wir die 1000 Folgen vom Gronk locker hin. Ja. Ich bräuchte nochmal, oder wir bräuchten jetzt nochmal eben kurz eine allgemeine Info. Rad, ja. Wie auch immer. Brücke hier vom Kai auf diese, von der Kaimauer rüber zu diesem kleinen Inselding. Aus Holz die Brücke oder aus Stein? Da vorne würde ich die wahrscheinlich eher aus Stein machen, oder? Weil was? Das ganze Ding da vorne von euch auch aus Stein ist. Gut, nehmen wir Stein, machen wir. Und hier muss noch irgendwas anders. Also das stört einfach mein Feng Shui hier. Dieses, das ist nicht... Von Akake aus. Richtig blöde aus. Das müssen wir anders machen. Oder wir machen da den Kies da weg. Weg und hau Cobblestone rein. Ja. So, mal, Bücherregale, sind da irgendwelche fertigen? Ja, haben wir noch. Drei, glaube ich, ja. Dann guck ich baue mal die haben noch mehr. Brücke Marder-Style. Was heißt das? Fertig. Ist das jetzt positiv oder negativ? Oder? War negativ, so wie gestern. Ich wurde den ganzen Tag gemobbt. Oh, und das musst du dir aber nicht gefallen lassen, ne? Doch, manchmal muss es sich gefallen lassen. Aber wer ärgert mich? T/Kick Bayer. Ja, versuch das mal mit /Bayerwald. Würde gehen, oder? Nein, nee, würde nicht gehen. Das funktioniert nicht so ganz mit / Bayerwald. Naja, ja, weil er nicht Bayerwald heißt hier. Das wäre witzig. Ach. So, Legend. Ja, ich könnte jetzt Enter drücken. Dann bist du weg. Ah, meine ich schick dir hier ein Bot auf YouTube, der dich immer negativ bewertet, den ganzen Tag. Da ist meine Spitzhacke kaputt. Das war ausgleichende Gerechtigkeit. Doch scheiße aus. Ach, Mist. Ein zu weit überstehen, oder? Bayerwald! Ja, was ist? Sieht denn da von unten aus hier mit dem Dach hier, mit den Steinziegeln außen dran? Zu weit, oder? Du bist zwei raus, oder? Ja, ich dachte zwei mal probieren, aber irgendwie zu weit, oder? Was sagen? Wobei, es schaut nicht schlimm aber aus. Aber das ist auch ein Riesending, ne? Da ist ja, vielleicht eben. Eins zu mickrig. Ich würde das, glaube ich, so lassen. Ja. Okay. Falls meine Meinung überhaupt gefragt war. Falls du Bayerwald heißt, ja, aber... Also, du hast dich angesprochen gefühlt, also ich nehme deine Aussage trotzdem auf. Danke. Schwarze Buch. Schneckball guckt sich immer angesprochen. Also Schneckball nimmt aktiv am... Am Community-Leben teil. Irgendwann werden wir ihn umbringen und das schwarze Buch veröffentlichen. Schneckball-Prinzessin als ob. Ah, nee, das lasse ich erstmal so. Ich weiß nicht, Schneckball, warum kriegen eigentlich wir beide nur solche negativen Einträge? Ja, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Also weil ich meine Stimme schone. Genau. Der Teil war stimmt seine Schone oder umgekehrt, aber. Und seine Stimme. Deswegen kriegt er keine Einträge. Weil er sich benimmt währenddessen. In das böse Buch. Ich habe letztens ja aus Versehen Shift losgelassen. Das war nicht so. War zum Glück keine schlimme Stelle. Ich baue hier einfach auch mal so einen Erdstreifen drüber, ne? Ja, ich hab's eigentlich jetzt eh schon so. Wie? Ich hab bloß den oberen Teil gebaut. Jetzt kann man von der Seite aus schön hier hin. Und ich fall erstmal ins Wasser. Prima. Oh, es gibt in Minecraft leider noch keinen Rettungsring. Kann ja schwimmen, also.
Ja, ist ein bisschen komisch, dass alle auf einmal am Anfang schwimmen können. Ich finde, das sollte man mühsam erlernen müssen. Oh, da gibt es mit Sicherheit eine Mod für. Ich wollte gerade sagen, die dann nur für Marder ist. Für alles eine Mod. Aber hier ist ja Modpack frei. Erste. War hier, hier unten geht's ja auch irgendwie runter, sehe ich gerade. Er hat dann hier gefarmt. Ah, du bist in unserer Mine, kann das sein, die hier den Weg runter geht? Hier geht's den Weg runter, ja. Ach so, das... Wieso, Mine? Das war die Mine, wo ich die Steine raus hab. Und mal so nebenbei, wie viel? 26 Dias? Mhm. Ah, okay. Ja, hier kann man auf jeden Fall noch farmen. Ja, ohne Ende. Hab ich Spaß jetzt eigentlich gemacht? Mein Gott, also... Betten brauchen wir noch, ne? Das sind, Betten, nee, Betten haben wir genug. Nein, im Gasthaus. Da fehlen welche. Dann gehst du einfach in unser Lagerhaus, da sind noch welche. Ja, hab ich gesehen, dass da noch welche sind. Teilweise, ja. Geh mir weg mit deinen Scheißbetten. So, wie viel hat er gemacht? 21 habe ich gemacht, 9 habe ich platziert. Bitte? Da warst du schon wie ich mit meinem Inventar voller Spitzhacken, die keiner wollte. Ja, mein Inventar war voller Betten. Ja, Betten sind immer gut. Ja, ich hab wieder eins mitgenommen. Mikrofon muted. Das hier leider so ein bisschen symmetrisch machen, sonst geht das nicht. Ich muss hier mal einen Running Gag machen. Running Gag? Den es seit gestern gibt, ja. Läuft er denn weg dann? Ich hab was in meinem Inventar. Was denn? Oh, wie ich wette, dass es Stroh ist. Warum liegt da Stroh rum? Warum liegt da Stroh rum? Warum liegt da Stroh rum? Warum liegt hier Stroh rum? Hat er echt gemacht? Weißt du, was natürlich echt ein bisschen doof ist? Das kennen ja eigentlich nur so... Die im Stream dabei waren. Ja, na, das kennen, ja, so dieses, warum liegt hier Stroh rum, so insgesamt. Ich glaube, das kennen so hauptsächlich MMOler eigentlich, ne? Und dann war irgendwie, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen halt, da lag Stroh rum, ne? Bei uns vor der Haustür. Komm nach Hause und mit meiner Tochter zusammen und sag, warum liegt hier Stroh rum? Aber sie hat das natürlich nicht, weißt du, weil sie es ja nicht kennt, ne? Ja. Ja, wusste sie ja gar nicht, was los ist hier. Ja, warum liegt hier Stroh rum? Warum liegt da Stroh rum? Ja, aber ich hab's auch nicht ergründet, warum da Stroh rum liegt. Also. Hat sie nicht gefragt, warum hast du eine Maske auf? Nee. Wir sprechen dann auch nicht weiter. Also zwei Schläge brauche ich für einen Zombie. Viel immer noch, trotz der Schärfe. Ja. Wie viel Schärfe hast du denn drauf? 4. Dann lohnt sich das ja gar nicht weit abzugraden. Ich hab 3. Und Haltbarkeit 1. Bin zu klein. Sag mal, Kasch, hast du Fackeln? Wir müssen hier oben dringend mal den Flur und die Wolle. Ja, ich hab Fackeln dir mitgebracht hier. Guck mal, pass auf. Ich hab mir noch einen Inventar-Slot frei für Fackeln. Ja, hier. Ich hab so viel Müll im Inventar. Nimm dies. Guck mal, aber das ist hier jetzt, guck mal, das ist ja blöd. Das ist jetzt hier ja nicht symmetrisch. Ne? Das macht mich ja schon wieder kirre. Ich wollte das ja als Doppelzimmer haben, weißt? Eigentlich, aber das ist nicht symmetrisch. Ja, das wobei, geht so nicht. Ihr habt symmetrisch? Ey, du blöde Dreckspinne, du Scheißvieh. Ja. Guck mal, das ist ein komisches, verwinkeltes Gasthaus hier oben. Das muss nicht symmetrisch sein. Doch, das muss, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Also das ist genau umgekehrt. Ich sag, in Minecraft ist es ja meistens so, dass es gerade asymmetrisch sein muss, damit es gut ausschaut. Bei mir muss alles symmetrisch sein. Das ist echt so. So geht das doch hier. Dann sind die Betten halt hier. Dann ist das auch symmetrisch. Da mit den Holzbalken da blöd, aber ja. So ist das. Da ist ein Bett drin, da habe ich ein Bett drin, da ist ein Bett drin. Was ist das hier eigentlich, eine Einzelzelle oder soll das Zimmer hier auch vermietet werden? So, Einzelzelle, ja. Das war das. Noch eins? Ja, war ich das hab ein Bett. So. Mal. Oh. Jedes Zimmer kriegt eine Kiste und ein Werkbank. Ja, reicht doch auch. Oh, aber hier könntest du eigentlich auch fast zwei Betten reinschmeißen, ja, ne? Ja, kannst du machen. Dann kommt auch eine doppelte Kiste hin. Oh,
Wollen wir hier noch ein Treppengeländer machen? Auf jeden Fall. Deswegen ziehe ich gerade mal die Dinger hier hoch. Soll ich die Kürbisse nochmal wegmachen? Balken, ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Okay. Kann ich nämlich hier mal die Holzbalken hochziehen? Hey, das ist warte mal. Ich glaube, ich bin falsch dran, oder? Ja. Ja, die Betten sind jetzt überall. Hier muss es hin. Immer Symmetrie. Jetzt kriege ich eine aufs Maul. Niemals, also von mir doch nicht, nein. Du kennst doch dieses ominöse Schwarzbuch. Hast du jetzt Bücherregal? Ich habe keins gefunden, tatsächlich. Ja, dann holen wir sie. Kennst du denn das Rezept schon für Bücherregal? Ich kenne nein, ich habe noch kein Bücherregal gebaut in meinem Leben. Sollen wir dir das mal beibringen? Ja, das kannst du gerne tun. Wollen wir hier Eichenholz oder was für Fichte Zaun? Hier. Fichte? Dahin. Gut, dann mache ich Fichte. Komm, ich nehme mal raus. Dann können wir hier auch noch über der Treppe welche machen, jo. Das Treppenhaus auch fertig. So, Fichte habe ich hier, warte mal. Ja. Zumindest diese Dinge hier. Vielleicht bringen die dir was. Das ist keine Fichte. Das sind meine Schwarzholzdinger. Ach so. Ausgleich wie Fichte. Ja, das passt doch, Mensch. Wir nehmen dann das Dach oben, dann sind wir hiermit auch fertig. Aber was sagt denn die Zeit? Haben wir noch Zeit? 11 Minütchen sind jetzt rum. Da haben wir ja noch Zeit. Und außen müssen wir auch noch von unten an diese Ding. Die schrägen Stufen nochmal dran setzen, aber sonst. Ja, also ich finde auch. Das ist gelungen, ja. Guck mal, aber was wir noch machen müssen, siehst du das, wenn du von hier guckst, da sieht man noch so. Würde das. Von außen da mit dem. Ja, da würde ich noch die Erde und so am wegnehmen und da vielleicht Stein hinsetzen irgendwie. Also wenigstens jetzt, oben. Ja. Ich wollte jetzt oben eigentlich ein schräges Dach draufsetzen, aber ich glaube, das kommt nicht gut. Ich würde das jetzt gerade, also dann flach weiterführen doch. Machen dann. Ja. Ja, ne? Ja, Ja. Und ja, was schicke. Hier da hinten mal eben Fichtenholz. So. Ja genau, du wolltest mir sagen, wie man ein Bücherregal baut. Ich mach grad hier noch schnell rüber. Bücher, habe ich die Bücher im Inventar? Was versuchst du, Marder? Kriegen wir Blumentöpfe gebaut? Da braucht man bestimmt Ton, oder? Hier ist mal Ton und ja, wenn wir nachher warten, kriegst du von mir eine Handvoll, wenn du willst. Weil Ton wäre ganz cool. Mach was? Ein paar Blumentöpfe haben. Ich hab dir mal das Rezept hier unten rechts in die Kiste gelegt. Ah, okay. Die Holzfarbe ist egal, es kommen immer dieselben Bücherregale. Ah, okay. Okay. Ich kann dir eine Fichte stehen lassen. Die wachsen hier alle nicht. Ja, ich hab keine Ahnung, wer hier. Oh. Farmen war schon. Hier, Fichtenwald quasi. Wir holzen hier mal die Insel ab. Da hat einer nicht richtig den Baum gefällt und hat oben noch ein Stück Holz drin gelassen. Hoffe nicht, dass ich das war. Ich denke, weil für Frisch warst du doch zuständig, oder? Für Frisch bin ich zuständig, ja. Ja, das haben wir doch gestern beschlossen. Grundsätzlich Frisch immer Marder. Und wenn es rein war. Wenn irgendwo Feuer liegt, war es ich. Marder, der Forscher. Ja, nur weil ich kann. Lass dir das nicht gefallen. Lass dir das nicht gefallen. Kick old, oder? Ne, kick ich mich ja selbst. Nee. Wollte mehr Kohle. Cool, ich habe hier ein schwarzes und ein weißes Schaf, die schmusen. Oh, kommt ein Graus. Haben sie mich gesehen, jetzt haben sie schmusen aufgehört. Ja, es ist denn unangenehm. Die möchten nicht beobachtet werden. Kann sagen, das ist ja auch, weißt du, bist da, also. Die haben kaum noch Kohle. Und dann erzählst du das auch noch in dem Video? Also, ja, freilich. Also ich jetzt weiß nicht, da hast du eigentlich Kacke. Gar kein Schamgefühl. Ü18 einschalten. Ü, nicht U. Ja? Ja, das U18 hatten wir gestern auch schon. Genau, deswegen Ü18 einschalten. Oh. Hier schmusende Schafe. So, ich pflanz gleich mal wieder ein paar neue Fichten. Ich werde das hier komplett Fichten vernichten. Ja, hier sind aber sowieso viel zu viele Setzlinge, das wächst doch so gar nicht. Das ist bei mir eins der meistgeklickten Videos. Was? Fichten vernichten.
Der ist meistgeklickt, der erreicht jetzt dann 1000 Klicks. Congratulations! Bei Minecraft? Nee, nee, nicht Minecraft. Das ist, ich habe keine Ahnung, warum das so viel Klicks hat. Das ist Fogtail, das Tutorial, die erste Folge. Okay. Gab's auch nur zwei, danach hat das Ding nicht mehr funktioniert. Das Spiel. Volles also, Spiel. Ist ein Early Access, also eigentlich recht geiles Ding, aber funktioniert halt einfach nicht wirklich jetzt. Ja, das hast du manchmal einfach bei diesen. Ja. Ja, es ist Early Access, deswegen mache ich da kein Ding draus. Eine Mischung aus, was war das, Siedler und so klein RPG und so Gedöns. Eigentlich recht lustiges Spielchen. Ach, und dann müssen wir mal die Dreckskiste hier lernen, Damakasch, die wir hier noch stehen haben in der. Ja. In das Traum. Aber wo Spielchen? Ich habe ja heute gespoilert, gell, ganz heftig. Wen? Uns alle. Warum? Ah? Ich muss das Maul halten, weil sonst spoiler ich ja weiter. Fällt mir gerade ein. Hä? Das ist so für mich. Ja, was habe ich heute veröffentlicht? Was hast du angeguckt? Dein Kanaltrailer. Genau. Was ist da drin? Coming soon? Ein Rechtschreibfehler. Das war gut, was da drin ein Rechtschreibfehler. Ja, ist klar, der ist ja drin. Absichtlich, um zu sehen, wer guckt sich das Ding bis zum Schluss an. Okay, ja, ein Coming Soon. Ach, PVZ ist drin. Genau. Ach so, ja. Ja, na, da hoffe ich, dass wir da irgendwie einen Termin finden, ne? Das gestaltet sich momentan ja ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja. Peter, was räusterst du dich denn da so gerade? Ja, weil ich mich auch verhauen habe. Ich habe nächste Woche so viel RL-Zeug noch dazwischen. Da bin ich total durcheinander gekommen. Nee, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich bin da auf das... Ich habe eigentlich... Ich glaube nicht, dass du durcheinander gekommen bist. Ich habe eigentlich das nächste Wochenende gemeint. Und dann hat der Wombi aber geschrieben, ja, Moment, am 28. hat er Zeit. Und weil er ja immer schichtet, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das jetzt einfach mal, dass er da Zeit hat. Ja. Und dann gucken wir, weiß, dann haben wir noch eine Woche länger Zeit, weil das bei ihm ja immer ein bisschen doof ist. Ne? Der arbeitet ja Schicht. Und am Wochenende auch, und da ist immer ein bisschen Kuddelmuddel, da muss man mal ein bisschen gucken, so, wie er Zeit hat. Der macht am Wochenende auch Schicht, ja, das erklärt, das warum ist, er da keine Zeit genau, hat. Genau, das ist beim Wombi immer ein bisschen doof. Und jetzt hat er ja aber schon geschrieben, will er dann am 30. ist der Sonntag, ne? Da will er mal schauen, ob er auf Arbeit irgendwie was drehen kann. Also, dass er da dann Zeit hat. Ja, das ist halt, Arbeit geht halt vor, weil. Ja, natürlich. Die halt von unserem YouTube-Money noch nicht so reich sind. Na, ich meine, gerade bei Plants vs. Zombies, das kannst du ja auch wirklich, weißt du, kannst ja immer zwischendrin daddeln und ja auch immer mit anderen Leuten eigentlich spielen. Ja. Und da gibt es so viele Maps und so viel Zeug, da ist es dann nicht so schlimm, aber wäre halt schön, wenn das erste Mal dann irgendwie alle dabei wären, die da so prinzipiell Bock drauf haben, finde ich. Ja. Nick, war jetzt mal ganz ehrlich, schaut es scheiße aus oder schaut es scheiße aus? Schaut scheiße aus. Und ich frage mich, wo ich den Sound hier... Ich renne hier wieder rum wie Falschgeld, weil ich gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Also wollen wir die Kiste jetzt leer schleppen hier, Mada? Also hier diplomatisch beschlossen, schaut scheiße aus. Danke. Ja. Dann nehme ich normales Holz, weil ich möchte dem Ding schon ein Dach verpassen. Wo soll denn der Zaun jetzt hin? Außen entlang. Ich würde es hier dran machen, wirklich außen. Am Baumstamm, okay. Baumstamm und rüberziehen. Mal hier. Mal aus dem Fichtenholz ein bisschen arbeiten. Ich hab Eise im Inventar. Ja, nicht nur du. Eins habe ich schon festgestellt. Schneckballs Evil bis in gucken macht dich hier aggressiv. Nenne ich nicht aggressiv, das nicht. Nee. Das macht mich aggressiv. Aber ich benutze seitdem das Wort Scheiße viel öfter. Aber bei dem Spiel, da fluchen so viele. Ich gucke das ja immer abwechselnd. Immer mal bei jemand anders, ne? So. Was, du guckst woanders? Das geht ja gar nicht. Ja, weißt du, das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn alle dasselbe Spiel zur gleichen Zeit let's playen, ne? Und also das ist ja einfach so. Und das haben sie ja alle tatsächlich. Also es lief ja auf einmal auf jedem Kanal. Und ich habe ja keinen Bock, mir das Spiel 30 Mal anzugucken. Also das ist mir dann auch zu doof. Und ich gucke halt immer mal woanders. Und es wird aber prinzipiell viel geflucht bei dem Spiel. Also nicht nur bei Schneckball, es wird insgesamt einfach viel geflucht. Ja, das ist aber auch einfach so. Es ist, ja. Im Moment geht's aber eigentlich, finde ich. Also die aktuellen Folgen, es war schon schlimmer, definitiv. Es ist gerade etwas ruhiger geworden. Ja, also geworden. Die eine Folge, wie oft? 30 Mal? 35 Mal? Ja, da bin ich auch 30 Mal gestorben. Ne? Also da muss man dann...
Fluchen halt. Aber was meinst du? Es muss halt einfach sein, oder? Ja. Hast du Sticks? Das gehört Sticks dazu. Nicht, aber Holz habe ich hier noch. Pass auf. Vor allen Dingen sind ja auch beide, auch das Alien-Ding ist auch relativ schwierig, oder? Ja. Also da habe ich auch schon, also das gucke ich nicht so intensiv, weil mich die Thematik einfach nicht so irgendwie... Mhm. Aber wenn ich es gucke, dann schimpfen die Leute meist. Weißt du, ja, wobei, ich darf ja eh nichts sagen, wenn ich mir meinen Stream anschaue, darf ich eigentlich gar nichts sagen. Ich glaube, also was du bei Alien einfach beachten musst, du musst eigentlich das ganze Spiel durchschleichen, sonst hast du verloren. So ist es einfach. Ah, das ist eher zum Stelzen gedacht, ja? Okay. Also du kannst natürlich auch gehen oder laufen, aber die Gefahr, dass sich das Alien dann schnappt, ist extrem groß. Aber das ist doch auch langweilig, oder? Ja, das kommt drauf an. Manche Leute mögen das Stealth. Ja. Ich finde es zum Beispiel ganz cool. Also deswegen mag ich auch die Assassin's Creed-Teile eigentlich. Aber meine Tochter kriegt immer einen an sich, ne? Wenn die mich dann spielen sieht und ich schlender da und ich schleiche und ich hampel da rum und sie sagt, oh Gott, hau den doch halt einfach um. Ne? Ja. Ne? Aber ich finde es zum Beispiel ziemlich relaxend. Oh, zum selber spielen ist das ganz cool. Eine Abwechslung ist halt echt gut. Dann los mit mir. Der Tod redet mit uns. Klingt ja wirklich schlimm, ey. Oh. Was? Nicht. Wer klingt schlimm? Ich. Nein, ich. Der Teil war's. Keine Sorge, ich hab das nicht. Ach so. Nein. Ja, aber wird Erkältung, der Teil was im nächsten Part auch noch schlimm klingen? Wird der Hafen symmetrisch? Wird die Müllkiste im Gasthaus leer? Dann wird das Gasthaus ein wasserdichtes Dach haben? Also die Frage mit nicht der Müllkiste kann ich jetzt schon beantworten. Nein. Jetzt fängt es Regnen an. Kacke. Ja, trotzdem, wir Feierabend. Trotz allem sage ich ja bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.